Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Saints Row 4 hier auf dem Konfi-Kanal, wieder mit dem Cooper. Hi. Und mit unserer sexy, also es ist ja ein Kerl, ist ja keine sexy Dame, wir sind ja ein sehr männliches Geschöpf. Echt so? So, wir durften gerade den Panzervandalismus nochmal machen, wegen Coopers Absturz, haben wir wieder bloß Silber geschafft. Diesmal war es aber noch knapper. Ja, war echt sad. So, und dann habe ich aber in der Zwischenzeit noch ein paar. Kann sein, dass Cooper mich schlägt. Nö. Ich trete dich. So zu schießen. Ja. So, super Sprint. Ich möchte mir jetzt nämlich noch den Wandlauf kaufen. Das ist auch ganz angenehm, dass man die Wände nicht immer hochspringen muss, sondern einfach hochlaufen kann. Das ist echt gut. Dann erhöhen wir nochmal unser Tempo und dann haben wir bloß noch 4 von den Datenabsendungen. So, sprich, wir können jetzt einfach hochlaufen und müssen nicht diesen. Eben diesen Wandsprung sperren. Mhm. So, von diesen Datenansammlungen wird man auch immer wieder abgelenkt, weil irgendwo sieht man dann doch immer noch einen und sagt, ja komm, die eine. Und die nehme ich immer noch mit und dann sieht man wieder eine und dann ist eine Stunde vorbei und man hat immer noch nichts gemacht. So, und dass das nicht so ausufert, gehen wir jetzt mal in unser Auftragsmenü und die nächste primäre Aufgabe, die wir haben, ist die Flucht. Brich aus der Simulation aus. Ja. Cooper ist es beschäftigt. Okay, Cooper will nicht mitspielen. Hast du keinen Bock, ey, ne? Hey, warte. Ja, starten. Let's get it started. Jetzt hatten wir ja im letzten Part gar keine Cutscene mit mir, ey. Oh. Gib dich zum Ausgang. Okay, auf geht's. Spiel vorbei, wir hauen einfach wieder ab. Tschüss. Easy. So. Wir gehen auch einfach zum Ausgang. Kinsey meldet sich nicht mal oder so. Echt so, ja. Macht mich ja schon so ein bisschen geil beim Fliegen unter das Kleid zu gucken. Kann ich mir voll vorstellen, ja. Ich bin mir sicher, du wirst den Part dann nochmal aus meiner Sicht gucken. Natürlich, werde ich so machen, ja. Wirklich. Muss ja. Ich aber erst noch einstellen, dass ich keine Unterwäsche habe. Okay, gut. Ja, das wird sicherlich toll. Das ist Zuschauer-Service hier vom Fernsehen. Ja, echt so, ja. Die sind super glücklich damit. So. Moment. Und da unten ist es. Ah, ist verfehlt. Haha. Öffne die Tür. Noch nicht. Ja, wo steckt er denn? Da hin. Ja, und so möchte gern Peter Pan. Yeah. Mami. Und erholen. Okay, dann mach ich mal die Bude auf. Okay. So, ciao. Oh man. Ja, mit Stöckelschuhen geht das ja auch schlecht. Nicht so. Ah, nice one. Hey. Ich bin in meiner Arsch. Ja, das wird gar nicht so schlecht, wie die coolen deinen Arsch. Ich sehe gerade aus daher. Ich sehe irgendwie aus so wie, keine Ahnung, ne? 35-jährige fette amerikanische Hausfrau, die in so einem. Hier in ihren Scooter-Dingern da durch den Walmart fährt. Okay. Und das ist Matrix. Und das ist laut. Und wir sind nackt. Oh. Oh nein. Oh nein! Und diese Gesichtsaufnahme von mir. Das bitte nein. Oh mein Gott. Ja, ich muss mal kurz das Spiel ein bisschen leiser machen. Nee, du musst erstmal Spielpause machen, weil sonst unseren Zuschauern die Augen ausfallen würden. Nein, ich muss kurz masturbieren. Okay. Okay. Oh. Naja, du kamst aus mir rausgesprungen. Du bei mir. Plopp. Papa. Ah, nein. So, Zuschauer-Service, wir gucken uns noch ein bisschen von vorne an hier. Oh mein Gott. Voll gechisst. Kann ich Gesten machen? Nee, schade. Ah, oh, ich bin aus Versehen hinten angerammt. Ja, ich weiß, kannst mir nicht widerstehen. The most sexy part ever. Ja, aber das ist definitiv von Matrix geklaut. Ja.
Aber ja, nicht schlimm. Yeah. Oh, ich bück mich schön vor dir. Synchronkotzen, wir gewinnen die Goldmedaille. Oh ja. Oh, da bin ich zwar ausgerutscht. Guck nicht auf meinen Arsch die ganze Zeit, ey. Ach, du musst die Kontrolle mal entlang laufen, das hab nur ich, oder wie? Ja, das ist nur du. Und ich kotze erstmal mit. Werde ich nicht. Wir brauchen ja nicht mal Kleidcreme, wir sind ja schon voll mit irgendwas. Ach du Scheiße. Hey, jetzt war auch nicht meine Stimme. Ich weiß, dir macht's Spaß, du leugnest es immer, aber dir macht's Spaß. Hi. Das hier ist nicht gleich. Nein! Alter! Ah, most serious project aber. Oh mein Gott! Wo ist die Gaskammer? Ich glaube, ich brauche mal wieder ein neues Outfit. Es könnte mal wieder Zeit für ein neues Outfit sein. Das Kleid ist langsam oldschool, ey. Du musst sterben, ey. Das Kleid wird uns immer in freudiger Erinnerung bleiben, aber. Ich muss der Welt einen Gefallen tun. Nein! Dann tut der Welt einen Gefallen und kill die Aliens hier. Okay. Ich glaube, jetzt ist SpongeBob auch schon ein bisschen zu leise. Das ist bloß. Bin ich ein Alien oder was? Ja, du bist so hässlich. Du bist ein Alien. Also, ich meine, das Spiel ist mir noch ein bisschen lauter. So, also, ist wahrscheinlich wirklich nur in den Zwischensequenzen so. Ist ja auch okay. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Zwischensequenzlautstärke und Spiellautstärke. So. Keine Ahnung, wo wir gerade sind, wie wir herkommen. Achso, wir sind durch dieses Portal gelaufen. Ist das ein bloody Starship? Ist das ein bloody Starship? Kann ich mit denen auch nackt eine Rennattacke machen? Nee, doch. Ach, natürlich. Yeah, oh, Spear! Okay. Und tschüss. Die Tür auf! Open the gates! Mach die Tür auf! Du Klutz! Bloody Gates! Alter, das ist. Ich auch! Schöne Kocke zu sehen! Und dann kreis ich den. Wir wissen halt, worauf die Aliens stehen, ne? Lange sich schon um den Hals zieht. Ja, die leben aber noch. Ja, wir wissen ja, worauf die Aliens stehen hier. Ja, das wird noch crashen. Jetzt wird es schon wieder so laut. Boah, das ist ja echt. Ich mach mal jetzt ein Mittelmaß von dem, was ich gerade eben hatte. So. Ich hoffe mal, dass. Und der Elbow ist leer. Oh, ich sehe schon, gleich kommt ja die Mega Gamer Mucke. Verteidige die Stellung. Ja. Hier schön gedrosselter Schuss, damit die Würfe natürlich nicht hierüber erhitzt. Ein paar schöne Headshots verteilen. Schildern da hinten. Montagne hier am Start. Team 180 von 3 Minuten. Oh, viele. So wie Tower Defense, die kommen alle langsam näher. Wie Alien Invaders, Space Invaders hier. Döp. Die ganzen. Ja, einfach umrennen. Das ist also weggerannt davon, aber okay. So, sexy Cutscene. Oh yeah. Und leer. Obwohl da noch 400 Schuss drin waren, aber auch egal. Ja, das ist sowas von wie Matrix. Und Kinsey kommt zur Rettung. Sie hat ein Alienschiff gekapert.
Ja, unser Vize. Benjamin King. Yes, sir. Ich glaube, das war David, Keith David. Keith David. Ja, Benjamin King war der so ein bisschen. Ja, ein bisschen dicklicher. Ja, Pimp My Reich. So. Ab geht's. Yay. Yeah. Und ab jetzt wird der Port für die GEMA interessant. Das ist halt so mega seriös bei mir die ganze Zeit. Kaffee, I mean it! Oh Mann. Komm vom Sinnschiff. Okay, du fliegst, ich schieß. Da bin ich wenigstens nicht der Idiot, wenn es nicht klappt mit dem Fliegen. Das heißt, wir sehen hier Kuppas Fliegkünste. Ja. Wir singen einfach drüber, stop. Ich bin mal gespannt, ob der Port dann gesperrt wird oder ob es nur einen Claim gibt. Ich bin immer der Pilot, vom Lines, egal was, DTM, und dann kommst du vorbei, schreck dich alle durch und ich bin bereit. Was willst du machen? Bis dann, Kuppas. Okay, so, Auch schön, wie die eigentlich uns aufhalten wollen, eigentlich von uns wegfliegen, Für die Kack-Noobs. What is life? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ne, wurden die ersten vier Parts überhaupt gemeldet, irgendwie einer? Ich glaube nicht, nein. Ja, wir haben da erfolgreich drüber, also ich habe da erfolgreich drüber gestreamt. Okay. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das für diesen Track hier genauso beibehalten können. Daher können wir uns von der lieblichen Damenstimme, können wir euch davon jetzt gerade nichts abgeben. Die hören wirklich nur wir so ein bisschen. Stay on. Stay on target! Oh mein Gott. Es schließt sich alles, oh mein Gott. Oh my goodness, mate. Bis der Glock. So wie die Grenzen zu Großbritannien, was? We're into space. Und entkommen. Schlechte. Also ich weiß, alleine hat es nicht beim First Try geschafft. Wo es eigentlich gar nicht so schwer ist. Und ab Richtung. Oh, sexy. We should be in range. I always thought Nightblade was just vampire show. Oh no, my friend. It is the essence. Drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Probably Telmark. Oof. Ignore. Naturally. You want me to leave a message? That escalated quickly. Und der Auto ist weg. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed 7 billion people. Whoops. Whoops. He's not getting away. Whoops, da ist der Kopf. Ich bin ausgerutscht auf dem Knopf. Eigentlich wollte ich mir nur einen Kaffee machen. Yes, sir. You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You, sure. You need help setting the DVR. You don't even know what will happen. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zim security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness. Passt da bald gerade so mega knapp rein. When historians gerade so. This will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized, and a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this.
If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Die echte Welt geschafft. Yay. Naja, sagen wir mal so. Sinjak hat das gesagt, wenn wir noch einmal der Simulation entkommen, dann würde er die Erde zerstören und er hat seiner Warnung Taten folgen lassen. Im Grunde sind wir selber schuld. Ja. Hoppla. Da ist die Erde mal kurz weggesprengt worden. Ja. Oleg und Nightingale sind tot. Dollar. Und alle anderen auf der Erde. Quasi wir auch. Der Chef ist nun verfügbar, kehrt zum Schiff zurück, um mit deinen Leuten zu reden, Aufgaben zu erhalten, die Audiologs anzuhören oder eingesammelte Text-Adventures zu lesen. Ja. Und wir können jetzt das Gateway in West Stanfield benutzen, um zum Schiff zu gelangen. Und wir haben Kinsey und Keith als Besatzungsmitglieder. Und Keith David jetzt auch als Begleiter, sowie auch Kinsey. Und wir können unsere Bande am Gateway anpassen. Okay. Ja. Ah, ich glaube, jetzt kriegen wir die ganzen DLC-Shit. Das war ja bisher quasi immer so ein bisschen Einleitung. Jetzt beginnt das Spiel erst so richtig. Obo Befehlshaber-Pack. Genau, jetzt. War diese mehr krasse Kanone da. Ja, die man in Arnus schiebt. Der Rektifikator. Team Fortress 2, Waffenkostüme. Manager-Privilegien. Get Kleidung, Frisur und ein echt cooler Messerwerfer. Obo Befehlshaber-Pack. Enter the Dominatrix-Pack. Das ist ein DLC. Das Thank You Pack, vielen Dank fürs Spielen. Presidential Pack. Ready Games Pack. Dubstep Gun Remix Pack. Get V Pack. Gunslinger Pack. Pirates Booty Pack. Die Spandex Collection. Ja, Enter the Dominatrix. Thank You. Genau, hier sehen wir noch. Hey Ash, die America Waffe. Den Messerwerfer. Den Jack Attack Pack. Fiomatic, wir nehmen mal den American. Element of Destruction Pack. Anime Pack. Stone Age Pack. Du hast noch die ganzen Child's Play Pack. Anderen Daten, ne? Grassroots America. College Days Pack. Game On Pack. Blinkkraft Element. Waffe der Polarisierer. Reverse Cosplay Pack. So, jetzt bin ich auch mal fertig. Ich habe die ganzen Packs hier nicht dabei, weil ich das Spiel schon von Anfang an besitze quasi und nicht dann die Complete Edition mir gekauft habe. So, jetzt gönne ich mir mal geilen Waffen. So, Rektifikator oder Tentakelschläger? Okay. Ja, jetzt haben wir auch die Enter the Dominatrix hier. In unserem Missionsmenü, das werden wir dann wieder zwischendrin irgendwann mal reinschieben, die DLC-Mission. Und das dann auch so kennzeichnen, wie wir es auch schon bei Saints Row 3 gemacht haben. Genau. Ansonsten hätten wir primäre Aufgabe den Gesetzesbrecher oder als Nebenaufgabe dann die Wahlkampagne der Zerstörung. Dann sollen wir uns für mit Keith David auf dem Schiff treffen, aber da werden wir doch gleich bestimmt sowieso immer hingehen. So, wo ist meine ganzen DLC-Shares? Pimpelator. America, ein Dutzend Knarren, ein Raketenwerfer und ein Flammenwerfer, alles schön mit nur einem bequemen Abzug abzufeuern. Macht Sinn. Oh, Messerwerfer. Nitro für alle Fahrzeuge, ach komm, wenn wir uns. Hast du alle DLCs oder nur ein paar? Nur ein paar. Okay. Ich hab wirklich alles! 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 So, ein Destructor, Texas T, Skelly Wagon, Stoned, Retro Rocket. Stimmt, das wollte ich immer noch holen. Chainwisse, Pack Truck. Na, ich kann hier auch ein paar DLC-Autos rausholen, mit denen wir fahren können. Ja, ein Kleiderschrank kann ich mir auch letztendlich umziehen. Anzüge. Okay, aha. Aha. Kann ich jetzt eigentlich aufs Schiff gehen, ohne dich mitzunehmen? Oder zieh ich dich jetzt mit? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Also ich bin jetzt auf dem Schiff. Und du vermutlich nicht. Okay, dann kommen wir hier extern und solange der Cooper da sich noch ein bisschen ausrastet, wir auf dem Schiff mal umgucken. Für die Zuschauer. Und es gibt ja auch kleine nette Cutscenes mit den Begleitern hier quasi. Die besonders mit mir. Oh mein Gott! Sehr amüsant sein können. Das müssen wir dann nur noch finden. Alter. Ja, du scheiß die Wand an, das wird
Jetzt müssen wir die nur noch finden. Kinsey und Keith, na, wo seid ihr? Hat man aber auch nicht mal sowas wie eine scheiß Karte oder sowas. Ja. Nicht zu sagen. Auftrag beginnen, nach hier geht's noch lang. Ich glaube, Kinsey war hier hinten durch. Nee, hier ist bloß eine Sexpuppe. Ach, und hier ist Keith David. Wir können mit ihm sprechen, wir können nämlich auch mit Keith David flirten und. Ja. Ja, aber er will nicht mit uns. Wahrscheinlich müssen wir erst seine Aufgabe erledigen, bis es soweit ist. Bis er mit uns. Ja, wir können erst mit den Leuten dann wirklich flirten, wenn wir ihre Aufgaben erledigt haben und sie quasi. Ja. Wenn wir sie quasi durch das Erledigen ihrer Aufgaben befriedigt haben, ja, dann sind sie bereit für uns. Ich habe ein T-Shirt, vorne steht, I saved the damn universe, Punkt, 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 and all I got was this lousy T-Shirt. Naja, das hatte ich in meinem Singleplayer dann auch an. Ich glaube, das bekommt man, wenn man die Story beendet hat, ja. Aber ich habe die Story nicht beendet. Ja, das war wahrscheinlich bei irgendeinem DLC dann wieder mit dabei. Mhm. Ach, das Scheiße, mein Steckt Gott. Steckt in Kinsey, ich meine, gut, mit Kinsey können wir auch noch nicht flirten. Barrack, Barry und Maske. Okay. George Washington Maske, Abraham. Hier? Ja, hier ist Kinsey. Ah, mit Kinsey können wir schon flirten. Nice. Hey Kinsey, what the fuck? Let's go! Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ey. Hey Kinsey, what the fuck? Nein. Don't worry, I'm certain I can fix this up to suit our needs. I just need some time. Okay, ach, aber gut, Kinsey, war gut. So, wie sieht's denn bei dir aus? Können wir vielleicht mal mit Keith David sprechen, um seine Aufgabe zu beginnen? Achso, okay, gut, dann kann ich später die DLC-Autos rauspacken. Ja. Also übernehmen. Oder wir machen das jetzt in der Zwischenzeit, weil wir sind jetzt schon bei 22 Minuten angekommen. Sprich, das Keith David Gespräch und seine Nebenaufgaben heben wir uns dann für den nächsten Part auf. Von daher bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Hey Kinsey, what the fuck? Nein. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.